Ja, aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in Zeiten wie diesen sucht man auch nach Tröstlichem. Und für mich selber ist immer auch ein Trost, dass auch frühere Generationen viel stärker als wir heutzutage von Epidemien und von Krankheiten heimgesucht wurden. Ein Zeugnis dafür ist ein alter Grabstein unserer Nendinger Kirche. Wenn man vom Eingang reinkommt, gleich links am Weihwasserbecken, meistens gehen wir da dran vorbei und schauen gar nicht, was da drauf steht. Und dieser Grabstein berichtet von einem Vikar, der hier in Nendingen war im Jahre 1735 und der im Alter von 40 Jahren gestorben ist und auch gestorben ist an einer Seuchenkrankheit. Seviente morborum lue heißt es da unten, also eine Krankheit, die viele dahin gerafft hat und auch ihn im Alter von 40 Jahren. Und dieser Grabstein erinnert uns eben daran, dass viele frühere Generationen auch schon an Seuchen gelitten haben, an Krankheiten, an Herausforderungen und dass diese früheren Generationen eben auch in einen ganz tiefen Glauben durchs Leben gegangen sind, dass wir von Gott gehalten sind und dass durch diesen Glauben an Gott eben auch solche, ja, kontingenten Situationen gemeistert werden konnten. Und so denken wir an den Antonius Mörz heute in besonderer Weise, der, wie gesagt, 40 Jahre und 18 Tage alt wurde.